Wir im BLLV haben ein humanitäres Gewissen. Wir haben einen Bildungsbegriff mit Herz, mit Kopf, mit Hand. Und da liegt es doch auf der Hand, dass wir uns nicht nur engagieren für weniger Arbeiten und mehr Geld, das machen wir auch, aber wir engagieren uns vor allem für Kinder und Jugendliche auf der Welt, die es gar nicht so leicht haben wie wir. Die Kinderhilfe, die es nun ja seit fast 30 Jahren gibt, kümmert sich sowohl um Kinder in Bayern mit dem Frühstücksprojekt als auch um Kinder weit weg von uns in unserem Kinderhaus in Peru in Ayacucho. Die Arbeit in der BLLV Kinderhilfe erfolgt rein ehrenamtlich. Dadurch, dass der BLLV die Kosten für die Spendenverwaltung übernimmt, haben wir extrem niedrige Verwaltungskosten. Das heißt, und das ist für unsere Spender natürlich ideal zu wissen, dass sozusagen jeder Cent 1:1 in unseren Projekten ankommt. Bei unserem Frühstücksprojekt schaffen wir es, dass ca. 150 Schulen in Bayern Kindern ein kostenloses Frühstück anbieten können. Wir sorgen dafür, dass Kinder, die sonst aus verschiedensten Gründen ohne Frühstück den Schulalltag bewältigen müssten, morgens ein Frühstück bekommen. Wir haben heute Birne und Mandarine. Ohne ein gesundes oder vernünftiges Frühstück lässt die Denkleistung und die Aufmerksamkeitsleistung von einem Kind im Laufe von einem Vormittag sehr stark nach. Und das Kind kann weniger gut lernen. Und genau da wollen wir einfach dagegen steuern. Das ist ein Segen für viele Kinder, weil sie dort zusammen mit anderen Kindern quer durch alle Jahrgangsstufen, quer durch alle Nationen echte Integration leben, weil sie mit einem Vollmagen in den Unterricht gehen. Hinzu kommt, dass ein Kind am Morgen nicht nur die Nahrung braucht, sondern auch Zuwendung und Zeit. Und deswegen haben wir also das System der Frühstückslotsen. Das sind Ehrenamtliche. Einfach jemand, der da ist, ihnen zuhört und ihnen das Gefühl gibt, da ist jemand, der für mich sorgt. Es ist wichtig, dass der BLLV den Kindern in Peru hilft. 40% der Kinder in Ayacucho leisten Kinderarbeit. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass man dort hilft, dass man dort die Bildungschancen für gerade arme Kinder vergrößert, dass man für Gleichheit auch sorgt und den Kindern eine Perspektive gibt. Im Kinderhaus fangen wir praktisch Kinder, Jugendliche von der Straße auf. Sie werden gefördert durch Freizeitangebote, durch Förderungen in schulischen Bereichen. Sie werden zusätzlich auf Berufe vorbereitet. Ich war für 10 Wochen in Ayacucho für ein Praktikum und letztendlich sah meine Arbeit dann so aus, dass ich sie unterstützt habe bei den Hausaufgaben und ganz viel Sport mit ihnen getrieben habe. Dass der BLLV das Kinderhaus in Ayacucho unterstützt, ist wichtig, weil er dadurch den Kindern einen sicheren Ort geschaffen hat, wo sie Kinder sein können, wo sie ihre alltäglichen Probleme wie häusliche Gewalt, Kinderarbeit einfach vergessen können. Dass sie ihr Leben aus der Gefahrenzone herausnehmen können in einen sicheren Ort des Friedens und auch der Gewaltlosigkeit. Unser Kinderhaus in Peru existiert nun seit 26 Jahren. Unser Frühstücksprojekt denkbar seit 12 Jahren. Es sind beides keine Projekte, die kurzlebig sind, sondern die auch tatsächlich über lange Zeit existieren und auch eine Zukunft haben. Für mich persönlich ist die Kinderhilfe deswegen so wichtig, weil wir ein großer Verband sind mit 67.000 Pädagoginnen und Pädagogen. Und da ist Engagement für Kinder in Not doch angesagt. Wir können Kindern helfen, die nicht mal Schule haben, wie in Peru. Wir können Kindern helfen hier in Deutschland, die kein Frühstück haben. Und das macht uns groß, mich macht es stolz, hier im BLLV sich für solche Themen, für solche großen Nöte einzusetzen.